Die Bilder kommen wahrscheinlich alle wieder bei uns hoch. Die Märchenhochzeit, die unglückliche Ehe, die Affären, aber vor allem der tragische Tod. Am 31. August 1997, also genau 20 Jahre ist es jetzt her, dass Prinzessin Diana bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen ist, und zwar in Paris. Sie wurde nur 36 Jahre alt und ihr Tod wurde von der ganzen Welt betrauert. Zum 20. Todestag flammt also dieses Interesse wieder auf und immer wieder wurde und wird davon gesprochen, dass sie eine magische Wirkung gehabt haben soll und Lady Di einfach als tolle Person dargestellt wird. Alexander von Schönburg ist jetzt bei mir. Alexander, du hast aber auch eine andere Art und eine andere Seite von ihr kennengelernt. Also kennengelernt ist übertrieben. Ich bin ihr einmal nur begegnet, aber ich kenne halt viele, viele Freunde und zum Beispiel kenne ich die drei Freundinnen von ihr, mit der sie in London eine Wohnung geteilt hat, bevor sie Charles geheiratet hat. Und das, diese Freundin hat sie ziemlich den Wölfen vorgeworfen. Und zwar, als sie damals dem Andrew Morton gefüttert hat mit Details über ihre unglückliche Ehe, hat sie sich nicht zu erkennen gegeben als die Quelle für Andrew Morton, obwohl sie das Manuskript mit der Hand sogar korrigiert hat. Also sie kannte jeden Satz da rein. Als das Buch dann rauskam, war es ein Riesenskandal und sie hat ohne mit der Wimper zu zucken behauptet, nichts damit zu tun zu haben. Die drei Freundinnen aber, die wirklich ihre engsten Freundinnen waren, die mussten als Zitatgeber hergeben und mit denen hat sie komplett den Kontakt abgebrochen danach, weil sie einfach nichts mit diesem Buch zu tun hatte. Und wenn man die drei zum Beispiel jetzt über sie fragt, die sie jetzt näher kannten, die mit ihr auf engstem Raum zusammengelebt haben, die haben zum Beispiel eine ganz andere Meinung über sie. Also ich wollte einfach nur ein bisschen Essig in den Wein gießen, weil mir ein bisschen dieser Diana-Hype so ein bisschen zu weit geht. Ich finde, sie hatte auch eine manipulative Seite, gerade im Umgang mit der Presse und ich habe halt so gerne so ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Ja. Du sagst es, sie war ja auch einfach die meistfotografierte Frau der Welt. War sie denn, man muss es so sagen, vielleicht ein wenig mediengeil? Das ist jetzt deine Wortwahl. Also ich würde sagen, ich würde sagen, das kennen wir alle. Das ist vielleicht tief in uns Menschen drin, diese Aufmerksamkeit. Nichts ist schöner als Aufmerksamkeit. Wir haben gerade dieses Thema Gutenberg kommt jetzt wieder hoch. Es ist einfach ein wahnsinniger Kick, irgendwo hinzukommen und alle Kameras sind auf dich gerichtet, alle Augen sind auf dich gerichtet. Das gibt einen Kick. Und sie hat sich womöglich von der Presse, von den Medien, die Anerkennung gesucht, die ihr in ihrer eigenen Familie gefehlt hat. Also in ihrer eigenen Familie hat sie sehr, sehr viele Probleme gehabt mit ihrem Bruder, mit ihrer Stiefmutter, mit ihrer eigenen Mutter, mit der sie jeden Kontakt abgebrochen hat, weil sie Kindheitsprobleme und so weiter. Sie war also in ihrer eigenen Familie ein bisschen isoliert, in der Königsfamilie war sie auch nicht sehr glücklich. Sie hat also dann ihre Bestätigung plötzlich, ist wie eine Droge, wenn du irgendwo hinkommst. Ich weiß zum Beispiel, dass sie, hat mir jemand erzählt, den ich jetzt nicht verraten werde, wer, aber sie hat sich ja jeden Morgen die Zeitung kommen lassen und hat fast einen hysterischen Anfall bekommen, wenn sie irgendwo war und am nächsten Tag war auf der Times oder auf dem Telegraph nicht ihr Foto auf der Seite 1. Das ist eine gewisse Sucht. Das ist eine gewisse Sucht dieser Aufmerksamkeit. Aber ist das nicht auch ein Widerspruch? Wir haben ja sehr, sehr viele Interviews auch gehört jetzt im Nachhinein, dass sie ja immer auch die Kameras weggeschickt hat, die Hand vor die Linse gehalten hat, so eine Sache. Ist das dann eine gewisse Show, die sie da gespielt hat? Das meine ich eben mit manipulativer Seite. Und das weiß inzwischen eigentlich auch jeder, dass sie zum Teil die Fotografen an Orte hinbestellt hat, um dann diese Show dann abzuziehen, ich flüchte von euch. Also zum Beispiel in meinem Artikel habe ich erwähnt, dieses berühmte Foto, wo sie im Vergnügungspark mit ihren Jungs, Thorpe-Vergnügungspark, das ist so eine Art Disneyland außerhalb von Windsor. Dort hat sie sich die Jungs geschnappt, da war sie schon von Charles getrennt und hat mit denen dort einen Ausflug gemacht. Nur zufällig war da natürlich dann auch wieder ein Fotograf vor Ort. Sie hat natürlich schon dafür gesorgt, dass dieses Bild, ach, ich bin so eine tolle Mutter, auch Verbreitung gefunden hat. Also das meine ich mit manipulativ. Ja. Eine interessante Eigenschaft war auch, dass sie sehr eifersüchtig war, vor allem wenn es um ihre Kinder ging. Und da gab es ja dann sozusagen das Gerücht oder auch den Fakt, dass sie die von William und Harry so geliebte, das Kindermädchen sozusagen rausgemobbt haben soll. Ist das richtig? Gut, rausgemobbt hat sie nicht ganz geschafft, weil Tigelec Burke ist weiter ein Nanny geblieben, aber sie hat einen regelrechten Krieg gegen Tigelec Burke geführt. Und das ging so weit, dass sie irgendwann mal sogar zu ihrem Leibwächter, mit dem sie sehr gut stand, gesagt, jetzt komm mal mit auf einer großen Veranstaltung, komm mal mit, jetzt zeige ich dir was. Mhm. Ging mit dem Leibwächter auf Tigelec Burke zu und hat ganz laut gesagt, sorry about the baby.
und ist umgedreht und wieder weggegangen. Und damit wollte sie sozusagen das Gerücht in Umlauf setzen, dass Tigilek Berg ein Kind abgetrieben hatte, was schon extrem fies ist. Ja, das stimmt. Sehr interessante Eindrücke von Diana. Vielen Dank dafür, Alexander von Schönburg.